Hallo Staropol, ich melde mich aus Leipzig und stehe hier direkt vor der Red Bull Arena, wo morgen das Champions League-Spiel RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain stattfinden wird. Hier kann ich die Maske absetzen, dann im Stadion ist die Maske für alle Mitarbeiter Pflicht und auch in der Innenstadt von Leipzig muss eine Maske getragen werden. Wer das nicht tut, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen. Wir haben aktuell hier einen Lockdown Light in Deutschland. Das heißt, Kindergärten und Schulen sind geöffnet, aber Bars, Restaurants und Freizeiteinrichtungen, auch Sporteinrichtungen sind aktuell geschlossen. Zuschauer wird es morgen beim Spiel nicht geben und erstmals dürfen heute keine Journalisten zur Pressekonferenz. Wir werden unsere Fragen über Zoom stellen. Man versucht alles, um dieses Coronavirus oder die Ansteckung mit dem Coronavirus in Deutschland einzudämmen. Von gestern zu heute gab es 12.000 Neuinfektionen in Deutschland und ich habe mal geschaut, in Sachsen waren es 742 Neuinfektionen. Das ist gemessen am Bundesdurchschnitt recht niedrig, aber insgesamt doch recht hoch und deshalb auch diese verschärften Bedingungen für uns Journalisten, sodass wir uns heute nicht direkt in diese Pressekonferenz setzen dürfen, sondern das Ganze dann tatsächlich über Internet und über Zoom erleben.